Willkommen zu einer der größten Faema E61 Espresso-Maschinen aus dem Hause ECM, aber nicht nur aus dem Hause ECM, sondern überhaupt auf dem Markt. Wir sprechen über einen Dual Boiler und zwar über die Synchronica. Und jetzt geht's los in diesem Video. Einmal frei. Das ist richtig gut gemacht. Wir sind wieder zurück mit einem Espresso-Maschinentest und zwar der ECM Synchronica Dual Boiler Espresso-Maschine. Ich habe gerade schon gesagt, Michel, eine der kräftigsten, der größten eine. Guck mal, ich kann mich fast dahinter verstecken und so schwer ist auch die Maschine und so monumental, so pompös, so, ja, wie groß ist sie, oder? Ja, also du hast schon alle Adjektive genutzt. Mir wird auch gerade. Hey, ich bin total euphorisiert. Du bist gerade zurück aus Nicaragua. Ja. Es gibt viele neue Inhalte. Schaut mal bei Instagram vorbei. Folgt diesem Kanal, wenn ihr nicht schon was mitbekommen habt über die Reise. Wir werden auch noch ein bisschen mehr erzählen. Es gibt einen kleinen Trailer. Und ja, viele neue Erfahrungen, Michel. Bist du bereit für einen Espresso-Maschinentest? Ja, absolut. Ich habe 5 Wochen darauf gewartet. Also, mein Gott. Ja, wir haben auch gewartet. Die Synchronica hat auch gewartet, weil die Daten waren ja alle eigentlich schon bereit. Wir haben auch diese Maschine wieder sorgfältig durchgetestet. Wir haben verschiedenste Temperaturkurven gemacht oder aufgezeichnet. Und wir werden euch in diesem Video, welches ein bisschen länger ist, eine Übersicht geben über die Maschine, über das, was die Maschine kann, was dieser Dual Boiler kann, wie der Stromverbrauch ist, wie sie performt in der Temperatur, wie sie schäumt und auch für wen diese Maschine geeignet ist. Ich habe immer das Gefühl, wenn du das am Anfang schon sagst, dass wir so lange da brauchen, weil, also wir haben nicht schon vorgefilmt, wir wissen einfach, dass es ausführlicher wird. Ja, es gibt ja einiges zu sagen. Das also stimmt. Ich meine, und wir nehmen uns auch die Zeit und in diesem Video, in diesem längeren Video, da nehmen wir uns auch die Zeit, alles nochmal zu erklären. Und tatsächlich haben wir bei vielen Maschinen auch kürzere Zusammenfassungen gemacht. Wenn ihr zu dieser Maschine auch eins wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare, dann machen wir gerade nochmal eine Zusammenfassung. Und die ist dann meistens 10 Minuten lang und kommt dann in einem Seitenkanal, den ich noch mache, damit wir da so ein Backup haben. Michel, gibst du uns äußere Maße und so weiter? Gebe ich sehr gerne. Wir sind bei 33,5 cm Breite, wir sind bei 41 cm Höhe und wir sind bei fast 50 cm Tiefe. Und mit dem Siebträger messen wir ja auch immer, seid ihr fast bei 60 cm. Also das ist dann wirklich schon so, Arbeitsflächen haben ja oft mal 60 oder 80. Ja, da müsst ihr sie schon bis nach hinten schieben, dass der Siebträger dann nicht über die... Also bei, ich glaube, unser Tisch ist auch ein bisschen mehr als 60 hier. Da kommt der Siebträger schon fast vorne raus. Das ist ein Möbel und sie wiegt 30 Kilo. Also das ist der Bereich Maschine, den wir nicht mehr alleine hochheben, sondern immer zu zweit rumtragen. Genau, und das ist ein Dual Boiler, hat zwei Kessel, die sind auch wiederum relativ voluminös. Ja, definitiv. Wir haben einen 2-Liter Dampfboiler, also auch da kommen andere mit andere Zweikreise, also mit dem Volumen gut zurecht für beides. Und dann zusätzlich noch ein 0,75 Liter Espresso Boiler. Also ja, da ist alles groß. Das braucht ja. Also, es ist alles groß, es ist alles kräftig. Ich habe es ja auch eingangs schon gesagt, Michel. Und es ist eine Maschine, die auch preislich natürlich Dual Boiler-like inklusive Rotationspumpe, also wir haben hier eine Rotationspumpe auch, die euch ermöglicht, die Maschine auch ans Festwasser anzuschließen. Die im Übrigen, gleich das müssen wir nochmal herausheben, sehr, sehr leise ist. Es schnurrt, ne? Ja, ja. Dann haben wir ja die Möglichkeit, die Maschine auch ans Abwasser anzuschließen. Also alles, was man sich eigentlich für eine fest installierte Maschine wünscht. Ja. Das ist aber auch eben wirklich keine Maschine, die ihr hin und her transportiert, sondern ich würde sagen, und das hatten wir auch heute schon mal diskutiert, es gibt Espresso-Maschinen, die machen guten Kaffee. Es gibt Espresso-Maschinen, die machen guten Kaffee und sind ein Statussymbol, beziehungsweise die sind einfach so eine Investition für 100 Jahre Espresso-Maschine. Und ich würde sagen, die ECM Synchronica ist eben auch so eine Maschine. Ja, absolut. Also auch einfach auch die ganze Materialität, der Boden eigentlich der Maschine wird einmal bis hier vorne gezogen und ist super hochwertig. Man kann sie auch gemeinsam sehr gut anheben und also das ist schon, es ist richtig krasses Material, wenn man dran klopft, was man jetzt nicht jeden Tag zu Hause macht. Es blechelt nicht, es ist so ein...
Michel, Sie haben auch diese Maschine gekauft, wie wir eigentlich alle Espresso-Maschinen kauften. ECM hat sich uns aber selber vorbeigebracht. Ja. Wir hatten einen schönen Tag zusammen, haben unten in der Akademie rumgenördet und haben ja, uns ausgetauscht. Wir wollten die Maschine auch noch schön noch verstehen und haben sehr nette Menschen getroffen, tatsächlich. Absolut. Mit viel Know-how, die in diesem Unternehmen zum Teil schon sehr lange dabei sind. Und ja, es ist ein deutsches Unternehmen. Mhm. Wir sitzen in Heidelberg mit einer langen Kaffeetradition. Die Maschine wird in Deutschland und in Italien werden sie gebaut. Diese wird jetzt, glaube ich, in Italien montiert. So wie wir es richtig noch im Kopf haben, ist die in Italien gebaut, genau. Ist es italienisch-deutsche Wertarbeit? Was auch immer das sein soll. Also es sind so viele, viele Sachen, die einfach so nochmal einen Ticken hochwertiger sind. Also ich finde zum Beispiel schon eben der ganze Siebträger und alles. Es fühlt sich schon schön an. Also das ist wirklich die Tropfschale, die hat eine Füllmenge von etwa so, wir machen das immer so, wir füllen die, bis man, und zwar an das Limit, wie man sie noch bewegen kann, also wie man sie rausnehmen kann und noch wegkippen, weil alles andere macht ja keinen Sinn, sind wir hier etwa bei einem Dreiviertel Liter. Hatten wir schon größere. Gehabt, ja. Sie ist relativ breit, von dem her ist das Laufen dann relativ schwierig. Vielleicht kann man sie noch ein bisschen mehr füllen, aber dann ist dann so die Bewegung schwierig. Also jetzt hier für die Gemütlichkeit würde ich die jetzt einfach als Festwasser anschließen. Ja. Oder als Abwasser anschließen, ne? Ja. Hat ja unten die Möglichkeit, einfach den Stutzen aufzumachen. Genau, absolut. Das Set ist auch mit dabei, auch der Schlauch für das Festwasser ist mit dabei, also dieser Panzerschlauch. Und wir waren ja in der Verarbeitung und die Kanten hier sind schon sehr gut gebrochen. Wir können sie suchen, haben wir auch schon mal besprochen. Es gibt diese gesuchten, scharfen Kanten. Die Kanten, die sind halt jetzt beim Gitter in der Tropfschale, gibt es auch wieder so einen Punkt, wo man es drin hat. Aber so, wenn ich jetzt hier drüber fasse... Ja, was halt Sachen sind und das sind so, eben da kommen wir halt immer drauf und das ist halt so Spaltmaße. Also das ist jetzt kein Spaltmaß, aber wenn ich hier drüber gehe, ja, ist es einfach, höher. Aber da könnte man jetzt die Plotte ein bisschen höher setzen, aber dann haben wir unten die Kante, ne? Genau, ich glaube, wenn man so ein bisschen versteht, aber das ist halt so, hier ist es bündig und hier ist es so, was ist das, du bist eher der Handwerker als ich, 2 Millimeter? Nein, das ist nicht mal ein Millimeter. Okay, dann wirklich? Ja. Ja, okay, ja. Von der Seite sieht es nach mehr aus. Ja, so, ne? Klar kann das hier festsitzen und so weiter, aber... Hey, also, ich finde, überall, wo man anfasst, ist es gut bis sehr gut. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Die Klappe, können wir auch noch darüber sprechen, wie fühlt sich die an? Ja, das ist, aber die nimmt man auch nicht ganz raus, ne? Deswegen... Das nur auf... Außen finde ich es gut. Ja. Innen ist aber... Ich glaube, jetzt gehen wir ein bisschen ins Suchen rein. Aber das ist schon so ein bisschen. Und dann haben wir natürlich wieder einen... Ja, die Maschine ist auch groß. Da können wir auch einen großen Wassertank drin haben. Einmal. Genau, nicht mit dem Schlauch gedönst, sondern der sitzt wirklich richtig schön unten und saugt dann von unten auch Wasser. Also wunderbar. Übrigens auch hier wiederum mit dem Last-Shot-System. Ja, also es garantiert euch einfach, dass ihr den letzten Bezug eben noch... machen könnt, bevor dann die Maschine sagt, Ende Gelände, ich habe kein Wasser mehr. Und das, ich finde das, find das super das geil. War immer so, erstens, viele Maschinen zeigen es ja gar nicht an, sondern laufen leer. Zweitens, dann weißt du eh nicht, kannst du den Bezug noch machen, es kommt dann einfach nichts mehr. Und ich finde es so frustrierend, ich habe einen geilen Kaffee gemahlen und mache einen Kaffee und dann ist einfach kein Wasser mehr da. Ja, so, das passiert also, ja hier jetzt. Ich komme jetzt gerade mit Farmgefühl mit. Also da musste ja einer viel Arbeit machen und wir brühen den 15 Sekunden. Es wäre alles perfekt gewesen und kommt kein Wasser mehr. Ja. Also es ist so, nee, es geht gar nicht. Also und was mir noch auffällt, also du hast es gerade schon gesagt zu dem schönen Siebträger. Und ich habe da auch gehört, dass es dem Michael Haug, also eigentlich nächste Generation, eine wichtige Geschichte oder für ihn wichtig ist und dass er da auch viel Liebe ins Detail gibt und ins Design. Und ich finde, man merkt das bei den Siebträgern. Ich finde, das zieht sich dann aber auch durch. Hier jetzt auch die Kippschalter zum Dampf. Ja, und auch, also das ist jetzt der eine, aber gut aus... Gut ausbalanciert. Aber auch ein richtiges Gewicht, ne? Also, ja. Also wir können da nochmal den Zweier rausnehmen. Da kannst du, kannst du auch Nägel reinkloppen. Aber auch der, wahrscheinlich ist hier irgendwas noch drin, was ihn schwerer macht, aber also... Ja, ne, wenn ihr mal keine Hanteln habt, so Trizeps-Training, weißt du so?
Ja, Michael, aber das ist jetzt nicht das Thema, ja. Sondern das war jetzt aber trotzdem mal das Äußere. Du hast schon den Preispunkt gesagt, oder? Wir waren noch auf dem Weg dazu. Wir waren im Prozess dazu. Wir sind bei plus minus 3.000 Euro, plus minus 3.000 Schweizer Franken. Die kostet gleich viel in der Schweiz wie in Deutschland. Ja. Also da müssen wir auch mal so nach Heidelberg ein Kränzchen binden. Ich finde das echt schön. Ja, ich finde auch schön, dass man das in der Schweiz möglich macht, diese Maschine für das gleiche Geld jetzt. Ja. Aber es ist auch nicht so weit. Das ist ein Argument. Oder? Ob sie von Italien einmal nach Deutschland gehen und wieder das Gewinner diskutieren. Hast du recht, aber wenn ich mir zum Beispiel ansehe, wie sehr zum Beispiel Eureka das verkackt. Ja. Kann man schon mal so sagen. Kann man schon, ja. Ja, kann man so sagen. Ja? Ja. Insofern, wunderbar, freut uns sehr, dass das so möglich ist. Und die ist ja baugleich oder nicht baugleich. Sie ist ja im Innenleben ähnlich einer anderen Maschine aus dem Hause ECM Profitec, nämlich der... Genau, das ist so plus minus die Pro 700. Da sind wir etwas günstiger vom Pricing her, da sind wir irgendwie so bei 2,4. Ist einfach ein anderes Statement, würde ich jetzt mal sagen. Die auch aufgebaut. Genau, und wir hatten die noch nicht auf dem Testtisch. Wir können jetzt nicht einen Vergleich sonst, wie es sonst ist, ziehen. Aber ja, das wäre so die vergleichbare Maschine aus dem gleichen Hause in der Theorie her, ja. Michel, dann haben wir eine VEMA E61 Brühgruppe und ja, auch dieses Prinzip von Thermosiphon und gleichzeitig auch das Prinzip von, wie soll ich das jetzt sagen? Ich meine, irgendwo ist das auch eine 50 Jahre alte Technologie. Ja. Und die ist halt 50 Jahre beständig, werthaltig, die läuft. Wahrscheinlich wird auch diese Maschine in 50 Jahren noch so funktionieren. Heißes Wasser machen. Heißes Wasser machen, wenn man sie gut wartet, weil es ist für eine Ewigkeit gebaut. Und das möchte ich jetzt auch gerade sagen, was ich auch sehr gut finde, die Maschine kauft ihr im Fachhandel bei jemandem, der die dann gut einstellt, der euch begleitet, der euch berät, der euch Tipps gibt und der euch dann auch im Idealfall begleitet, außer ihr habt da schon super viel auf dem Kasten und seid schon voll dabei. Also es ist jetzt keine, ich kaufe die im Online-Shop und wenn die kaputt ist, tausche ich sie aus, sondern die Maschine, die ist noch da, wenn die Kinder groß sind und vielleicht könnt ihr die dann auch noch erben. Und das ist super schön. Das ist super schön. Das ist wirklich, und nochmal kurz eingehängt in den Fachhandel, also da wirklich auch wichtig, dass das Offset eingestellt wird. Das ist eine Maschine, wo der Techniker das Offset einstellen muss oder sollte. Kommen wir gleich zu, die Differenz zwischen der eingegebenen oder eingestellten Temperatur und dem, was ihr dann tatsächlich nachher im Siebträger habt. Wir mussten jetzt nicht viel einstellen, ich fand, die war gut eingestellt. Ja, die war gut, absolut. Aber das vielleicht so, es ist eine alte Traditions- nicht nur Firma, sondern es ist vor allem auch eine Technologie, die ja da schon ist seit langem und die ist unter anderem eines, die ist sehr träge. Ja, und das ist halt wirklich diese VEMA-Brühgruppe, dieses Thermosiphon-System funktioniert da jetzt halt bei dieser Maschine mit dem zweiten Boiler, das heißt mit 0,75 Litern Wasser. Und wenn wir uns das ein bisschen vergleichen mit einem Zweikreiser, das fängt schon da an, dass wir einfach viel weniger Wasser in einem Zweikreiser drin haben, in diesem Wärmetauscher drin. Und da haben wir das Gefühl, dass das dauert einfach wirklich, das dauert. Lass es uns konkret machen. Wir müssen da auch nicht drum herum reden. Kannst du nach 15 Minuten Kaffee machen? Nein. Kannst du nach 25 Minuten Kaffee machen? Nein. Nein. Vielleicht beim fünften Shot, aber wer macht nach 25 Minuten erst 5 Shots, um dann einen Kaffee zu machen? Kannst du nach 35 Minuten Kaffee machen? Ja, aber... Wenn wir Wasser durch den Siebträger laufen lassen, den Siebträger sauber, richtig schön durchwärmen. Es ist alles einfach träge. Ja. Es braucht bis hier dieses ganze monumentale Espresso-Maschinenwerk bis hier vorne in die Spitze warm ist, es braucht. Ja. Ihr müsst diese 35 Minuten warten. Ja. Also das ist der erste Tipp, den wir euch auf jeden Fall mitgeben möchten. Die Maschine braucht Zeit und gebt ihr bitte diese Zeit. Ihr könnt das mit einem smarten Stecker lösen zum Beispiel. Macht den rein und gebt
der Maschine frühs wirklich mindestens 35 Minuten. Wir hatten das gleiche Ergebnis auch im Zweikreisertest bei der Rocket Mozzafiato. War das, die hat ja innen auch eine andere Bauweise und die brauchte auch 35 Minuten, bis wir auf der Temperatur waren. Und gebt der Maschine diese Zeit und auf jeden Fall auch so, was wir auch herausgefunden haben, so den ersten Shot, einfach nach 35 Minuten ordentlich Wasser durch, ihr könnt auch durch den Siebträger laufen lassen, da ist er auch nochmal ein bisschen heißer, aber wirklich da nochmal ein bisschen Wasser laufen lassen und dann ist sie dann aber da. Dann ist sie da, dann ist sie in einer guten Range auch, ja, in dem wünschenswerten Temperaturbereich. Mhm. So, also sie steigt dann für immer like schon nochmal ein bisschen. Jetzt aber dann, wenn man so lange wartet, auch nicht mehr stark. Deswegen würde ich eben auch wiederum argumentieren, klar könnt ihr die mal Temperatur hier hochpushen, wenn ihr da zig Bezüge vorher macht, aber ihr wollt ja dann auch ziemlich genau bei der Zieltemperatur sein. Und deswegen würde ich diese Zeit warten. Und sie wird dann noch leicht noch wärmer, so, auch über 5 Bezüge, die haben wir dann gemacht nochmal nach 35 Minuten, nachdem wir vorher bei 25 Minuten schon das eine Protokoll gemacht haben, das WBC auch noch, seht ihr alles, haben wir euch verlinkt im Blogbeitrag. So, und dann ist eines wirklich exzellent und das können wir auch ganz klar sagen. Das ist, also habe ich jetzt schon lange nicht mehr so gesehen. Also erstens, die Maschine, ihr macht die Brühung und die Temperatur geht hoch und die macht nicht so. Ja, ja, also wir haben ja auch Tests gemacht, zum Beispiel kürzlich zu kleineren, günstigeren Dual-Boiler-Espresso-Maschinen, die preislich auch sehr attraktiv sind, aber die brauchen dann einfach mal den halben Bezug, um überhaupt in diesen Temperaturbereich zu kommen. Und die ist da, bums. Genau. Wir gehen hoch und wir sind sofort da, wir sind sofort in dieser Temperatur und dann im Shot in einer Konstanz, die ich auch schon lange nicht mehr so gesehen habe. Ja, also da zuckelt dann gar nichts. Ne? Das ist dann das, aufs Zehntel. Aber das ist halt, wenn 0,75 Liter durchlaufen, dann laufen die durch mit einer Temperatur, weil die muss ja nicht nachfüllen. Und wenn, ist es so in einem anderen Verhältnis, also wenn wir da 0,3 oder 0,2 haben, was an Wasser nachkommt, das juckt die Maschine nicht. Und nein, und dann ist es ist eben alles heiß. Es ist alles dann in diesem Temperaturbereich. So, und das könnt ihr machen und wir haben dann eine Minute ja zwischen den Bezügen, Michel. Ja, ja. Dann kommt der nächste Bezug und dann haben wir schon das Problemchen, dass wir so leicht sanft dann noch weiter hochgehen in der Temperatur. Vor allem, wenn wir dann so 5, 6 Brühungen machen mit einer Minute, dann geht sie hoch. Oder wir haben viele Protokolle wieder gemacht, aber beim WWC-Protokoll sieht man es wunderbar. Da als kleiner Hinweis noch, ihr seht das auch eingeblendet, das WBC war bei 92. Zieltemperatur. Genau, also eingestellte Temperatur. Und das 35 Minuten Protokoll haben wir dann einen Grad höher, weil wir das Gefühl hatten, dass sie da ein bisschen was braucht. Da könnte man wahrscheinlich sogar wieder auf 92 gehen. Da war sie mit einem kleinen Offset, aber voll mit dabei. Also, würde ich auch sagen. Und dann hat beim WBC hat man wirklich gesehen, so wenn diese 10 Sekunden Abstand mit diesen 30 Sekunden noch mal, wenn die Taktung hochgeht, dann kommt der VEMA-Effekt. Und Michel, du hast gespült und das empfehlen wir euch auch. Hast du vor oder nach dem Bezug gespült? Wir haben bei der Maschine vor dem Bezug direkt gespült. Hatten bei der Maschine nie aber auch das Gefühl, wie bei Zweikreisern zum Beispiel, dass sie in diesen Überhitzungsbereich kam. Ich glaube, hier ist es nicht ganz so maßgebend, weil wir einfach so viel Wasser haben. Wir haben einfach viel Wasser. Wunderbar. Also ich glaube, das sind so mal die wichtigsten Informationen und das ist ja genau die Zielgröße, die wir uns dann wünschen, um guten Espresso zu machen. Und ich finde, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass wir mal einen Espresso trinken. Lass uns damit starten. Hörst du den Felix schon da draußen? Das ist unfassbar. 18,5 bei einem hellen eher 18,5 bis 19. Doña Margarita. Schöner Shot-Timer, mich.
Das ist zumindest optisch klar. Die zeigt, oder der zeigt die Temperatur an. Wenn wir nicht beziehen und wenn wir beziehen, sehen wir die Shotzeit. Und jetzt haben wir einen schönen 27er Shot gemacht. Hey, 27 Sekunden, 18,5 in 40 out. Vamos. Vamos. Wir sind in unserer lila Linie. In der sind so die schweren, blumig, beerigen Espresso-Mischungen zu Hause oder sortenreinen Espresso zu Hause. Wie zum Beispiel der Miramar. Der war da auch. Und jetzt haben wir den Doña Margarita von unserer eigenen Finca, auf der du gerade noch warst. Du bist jetzt total auf jeden Fall nicht objektiv. Nein. Das ist auf jeden Fall klar. Warte mal, ich muss mal probieren. Es riecht wie Zwetschgenkonfitüre mit Zimt. Genau, und das ist der Kaffee. Das ist nicht ein Geruch, der sich hier so hineinschleicht aus der Küche, sondern dieser Kaffee ist tatsächlich sehr, ja, so schwere, würzige Steinobstnoten geschwängert. Mit 93 Grad gebrüht, sehr lange aufgeheizt. Das heißt, wir sind auch wirklich wunderbar auf Temperatur. Er ist sehr dicht. Total dicht, sehr kräftig, sehr sämig. Schön. Hat so eine Brombeersäure. Ja. Ja, das passt ja auch in dieses Profil. Mhm. Ne? Also geschmacklich. Voll. Dann hat er trotzdem was Kakaoiges im Nachgeschmack. Das ist die Pilto, das ist die Region, ja, ja, auch. Ne? Also das passt auch. Also. Schöner Kaffee. Ich finde nochmal ganz anders als der Miramar. Aber auf jeden Fall zu Recht in der gleichen Linie, in der gleichen, weil eben auch schwer. Durchaus mit einer schweren dunklen Säure. Also dieser Kaffee ist nur für euch, wenn ihr auch Bock habt auf das. Ja. Wenn ihr darauf Lust habt, dann ist der interessant. Und ja, ich meine, wir haben jetzt den Kaffee gemacht, um auch mal zu gucken, was geht. Appas funktioniert eigentlich bei jeder Maschine. Kriegt man überall ein bisschen hin, die in Ordnung ist. Also, wir können das ja nochmal zusammenfassen. Wenn sie heiß ist, erstens gebt ihr die Zeit, das braucht sie auf jeden Fall, aber wenn sie heiß ist, ist sie wirklich super stabil in der Temperatur. Und wenn ihr dann nicht zu viele Shots in kurzer Zeit zieht. Was im Normalfall zu Hause, also außer ihr braucht es halt für einen kleinen Catering-Betrieb oder was auch immer. Geht dann auch, ne? Also ich würde nur nicht jede Minute jetzt einen Bezug machen. Ja. Also eben, wenn es also ab dem 5., 6. Bezug, glaube ich, sind wir hoch. Und das finde ich jetzt immer noch in Ordnung. Und ich finde ihn sehr lecker. Ich bin froh, dass ich noch ein bisschen was behalten habe. Tja, lieber Michel, also schöne Espresso-Performance, haben wir darüber gesprochen. Temperaturkurven haben wir ja auch schon besprochen. Wenn ihr aufheizt, gut, dann ja, brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Was wir wiederholen müssen, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Das hat ja auch was damit zu tun, dass das Ganze lange dauert und wir da relativ viel Masse aufheizen, dass der Stromverbrauch. Ja, absolut. Und da sind wir definitiv eher an der oberen Grenze der aktuellen Erfahrungen, jetzt mit ausgenommen der ganz großen Dual Boiler, so die GS3-Fraktion und so. Und da waren wir, wir machen das ja immer mit unserem 25-Minuten-Protokoll, mit den 5 Brühungen. Und da waren wir bei 0,43 Kilowattstunden. Ja, also da gibt es auch Dual-Boiler, die Hälfte verbrauchen. Und da gibt es Thermoblocks, Dickfilmheizer, die verbrauchen weniger als ein Viertel. Auf den gleichen auf die Bezugsmenge, ne, muss man sagen. Wobei die sind natürlich nicht nach 40 Minuten erst warm oder 35, sondern nach 100 Minuten. Genau, das muss ich noch ergänzen. Muss man noch mal ein bisschen in Relation setzen, weil das war unser 25-Minuten-Protokoll. Und nach 25 Minuten. Aha, es wäre wahrscheinlich sogar noch mehr. Genau, also. Dafür könnt ihr alle Heizungen im Raum ausstellen. Wobei, nein, sie ist eigentlich gut isoliert. Sie hat eine schöne Wärme, aber sie strahlt jetzt nicht mega viel. Na, sie hat. Also ich finde, sie hat jetzt nicht viel Energieverlust, sondern Nein. schon gezielt, auch nicht an der Seite, sondern oben, aber auch in der Menge. Das ist schön für eine Tassenerwärmung, aber auch nicht drüber hinaus. Ja, aber auch gezielt, weil hier die Platte, die ist nicht so warm, also die Abdeckplatte. Ja gut, darunter ist ja das Wasser. Ja schon, aber die Wärme steigt, die ist so geführt, dass es hier richtig heiß wird und hier hinten ist einfach, also hier hinten ist fast kühl und hier ist aber warm, angenehm warm. Und auf der Seite, so, also hinten ist fast kühl. Mhm. Ist halt Wassertank, aber auf der Seite stimmt, es ist so warm, aber nicht warm, warm. Mhm. Also, ja. So, während der Stromverbrauch eher, ich sag mal,
bei den Tabellen hinteren ist, haben wir aber eine schöne Lautstärke. Also nein, wir haben eine geringe Lautstärke. Ja, wir haben vor allem, also ich ist leise. Es ist leise. Es ist wirklich sehr, sehr leise. Wir sind unter 60 Dezibel, so bei 59,2 rum. Und das ist schon, also ich habe es ja vorher gemerkt bei der Extraktion. Ist sogar noch leiser, ne? Weißt du warum? Weil du Druck hast. Ja, und ich hatte das Gefühl, bei der Temperaturmessung tatsächlich, bei der Lautstärkenmessung, da hatten wir keinen Kaffee eingespannt, da war das Tröpfeln des Wassers fast lauter als die Maschine selbst. Und ich hatte jetzt aber das Gefühl, das Tröpfeln des Kaffees in die Tasse war lauter, obwohl das auch leiser ist, als die Pumpe. Also das ist super präzise eingebaut, da scheppert nichts, da wackelt nichts. Ja, das macht schon Spaß. Und ja. Schön. Michel, wir haben noch eine Menge Zubehör, haben wir nicht angeschaut. Ich würde sagen, das lege ich mir auf den Tisch und dann gehen wir dann nochmal kurz durch. Das Ganze kommt ja in einer echt schönen Packung auch. Ja. Also da legt man Wert auf dieses Design und so weiter. Lass uns das mal anschauen. Wir haben ein paar Sachen. Schlauch und so weiter. Was ist das? Das ist für Abwasser. Ja. Ist auch mal sinnvoll gelöst. Kann man dann noch einen Schlauch dran machen und fertig. Zuwasser. Zuwasser, genau. Dann auch nochmal einen zweiten Siebträger, nämlich einer Portion. Wie ist es mit den Sieben? Wie groß sind die? Ja, einer gehen wir aus bekannten Gründen nicht an. Falls ihr das nicht wisst, macht nur Zweier-Extraktionen. Weil Zweier-Extraktionen sind einfach gleichmäßiger. Wenn ihr nur einen Espresso beziehen wollen würdet, dann würden wir euch raten, ein kleineres Zweier-Sieb zu nehmen. Oder einen doppelten zu trinken. Könnte man natürlich auch da reinmachen, genau, oder einen doppelten. Sonst der Temper, Michel, der ist bündig. Der ist richtig gut. Der ist schön bündig. Der ist richtig gut. Beim Zweier ist er noch bündiger. Das ist richtig, das macht richtig Spaß. Ich finde ihn auch besser als den von der Profitec, weil er halt eine dickere Base hat. Ich finde diese dünne Base, habe ich da im Video schon gesagt, die finde ich nicht so toll. Füllmengen, genau, hatten wir es kurz. Ich würde hier bei dem Sieb eher dazu tendieren, irgendwie bei helleren Kaffees gerne auch 18,5 bis 19. Mhm. Ich habe jetzt mit 18,5 gebrüht, könnt auch 19 nehmen. Bei mittleren Röstungen, so Abbass-Ebene, Dreispitz, Docker zum Beispiel, da würde ich jetzt eher so zu 18, 18,5 Gramm. Also ihr dürft hier ruhig auch ein halbes Gramm mehr, das hat Platz. Verträgt es auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, aber ich würde jetzt auch nicht über 19 gehen. Schön, Michel. Dann haben wir hier noch eine leichte Erhöhung. Genau, für so Espresso-Extraktionen finde ich noch ein bisschen sinnvoll. Und nicht nur ein bisschen. Ich bin sonst nicht so Freund von dem, weil das meistens einfach auch so gelöst ist, entweder dass es nicht richtig hält oder dass es eine rechte Sauerei gibt drauf. Und hier ist die gleiche Rillung wie unten, dann einmal mit dem Lappen. Was der Siebträger an sich hat, das ist mir bei der ersten Technica vor 2 Jahren schon aufgefallen, weil der Auslauf, der ist sehr schön geformt, aber die Breite des Auslaufs ist halt so, dass sich am Ende der Extraktion entweder flackert so ein bisschen oder es verschiebt sich. Also dass der eine geht nach links, die andere, also nach hinten, der andere nach vorne. Und darum finde ich das noch recht sinnvoll. Wobei man sagen muss, das ist auch noch sicherlich etwas, was immer mal wieder interessant ist. Ich finde insgesamt, es ist nicht zu viel Fallhöhe. Also wir kommen jetzt hier so noch ganz schön runter, drunter. Wenn man das wegnehmen würde, kommen wir auch wunderbar drunter. Man kann jetzt keine allzu großen Getränke voll machen oder allzu große Tassen. Ne? Aber es ist super. Ist genug. Ich finde, es ist das richtige Verhältnis, würde ich sagen. Kannst du mir mal die Waage geben? Dann können wir die passt hier noch so knapp drunter. Ich glaube, das kann. Ja, das reicht. Das ist super. Das ist super. Also ich finde, das eine angenehme Höhe. Dieses Böcklein. Kann man das auf Hochdeutsch sagen? Ja. Ein Bock? Ist es auch bei euch wie beim Ton, so über den Bock? Ja. Schön. dieser Bock ist genug breit, sodass die Waage und die Tasse passt. Das ist jetzt einer der schöneren Böcke. Blindsieb, gehört halt dazu, dabei. Ist dabei, wunderbar. Hast du den Blindsieb-Verräumungsort entdeckt? Das hat mir mal ein Teilnehmer gesagt. In der Maschine? Ja, also... Ich mit meinem Verräumungs... Also ein Homebarista-Kursteilnehmer. Ja, lohnt sich. Ja. Aha, ja super, wunderbar, Deckel drauf und tschüss. Also. Gut, ja, finde ich gut. Frech. Mitgedacht. Was ist denn da übrigens unten für ein Knopf?
In der Mitte? Das ist einmal von Festwasser umschalten und Dampfboiler aus. Ah, genau. Den Dampfboiler können wir nämlich ausmachen. Da haben wir übrigens weniger Stromverbrauch nochmal. Ja, aber noch ein bisschen unter Vorbehalt, hä? Ja, natürlich unter Vorbehalt. Bei dem Protokoll müssen wir nochmal nachmessen. Es wird aber weniger sein. Wir müssen nochmal nachmessen, weil wir gemessen haben zu einem Zeitpunkt, als die Temperatur noch nicht da war, wo sie hätte sein müssen. Weil die Zeit des Vorheizen, die wird sich nicht reduzieren. Auch wenn ihr den Dampfboiler ausmacht. Aber natürlich der Stromverbrauch, da müssen wir nochmal nachmessen. Findet ihr dann im Blogbeitrag unten verlinkt. Und während Ben hier aufräumt, würde ich sagen, wir gehen zum Cappuccino. Cappuccino! Benjamin, ich habe echt Spaß an diesem Böckchen. Wir haben gerade in den Gesprächen herausgefunden, dass es wahrscheinlich eher im Hochdeutschen ein Böckchen wäre und nicht ein Böcklein. Weil da hat sogar die Waage noch nebendran Platz. Also einmal macht es Sinn, dass die Maschine breit, weil das... Ich finde es cool. So, also wir wollen jetzt Doña Margarita als Cappuccino trinken. Uiuiui. Guten Morgen. Wie geht das, Michel? Einwandfrei. Es ist, wie ihr seht, eine super, super schöne Rollphase. Die Hitzung ist nicht extrem schnell, aber ich bin jetzt schon langsam im heißen Bereich. Noch lustig, dieser 2 Liter Boiler ist so, es ist ein nicht super langsames Erhitzen, aber es braucht schon etwas Zeit, hat genügend Druck, das ist da. Wir waren jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 128 eingestellt. Das nenne ich mal ein Schwan. Danke dir. Ja, ich habe geübt im Urlaub. Hast du Vogelbeobachtungen gemacht? Mhm. In Nicaragua. Boah, hast du gesehen, was wir für... Das schmeckt man auch, was wir für tolle Tiere auf Santa Rita haben. Natürlich. Also kam jetzt einfach von den Vögeln gerade dazu, aber durch die wunderschöne Biodiversität, das zieht halt auch ganz viele Tiere an. Das ist echt schön. Hey, ein guter Cappuccino. Wie war das Schäumen? Wie hat sich's angefühlt? Es ist genügend Power da, so dass man eine ordentliche Rollphase hat. Die Erhitzung ist so im gefühlten mittleren Bereich. Nicht super schnell, aber auch nicht super langsam. Du warst jetzt bei 128 Schaumtemperatur? Genau. Man könnte noch ein bisschen höher. Aber nicht viel. Nicht viel. Auf 132 ist so das Limit. Dann hättet ihr noch ein bisschen mehr Wumms. Und ich bin eigentlich der Freund von, ja, wenn ich 132 einstellen kann, dann mach doch 132. Aber es geht auch so schon gut. Man kann sich einfach dann entscheiden, wie schnell diese Erhitzung stattfinden sollte, je nachdem nach Level, wo ihr selbst steht beim Schäumen. Michel, wir haben zwar Cool Touch. Ja. Sie wird doch warm. Wie ist es, wenn ich aufblase? Ich gucke mal. Das ist gut. Das ist okay. Muss gut sein. Wahrscheinlich war es jetzt auch einfach das Leiten auch der Milch. Die leitet ja auch dann ein bisschen nach oben, aber nicht wahnsinnig viel. Zur Temperaturveränderung könnt ihr einfach einmal beide Tasten gleichzeitig drücken, dann kommt T1 wieder auf Plus. Ihr fällt relativ schnell aus dem Menü, habt es gerade gesehen. Wieder auf Plus, dann könnt ihr hier Plus, Minus, Temperatur einstellen, kurz warten, geht es wieder zurück. Dann können wir hier wieder auf Minus auf das zweite, hier wieder auf Plus. Hier ist einmal die Boiler-Temperatur. Auch hier kurz warten, dann ist man wieder raus. Dann hat man noch einen Clean-Modus, man hat einen Eco-Modus und Umstellung von Grad auf Fahrenheit. Michel, du hast reingeschaut und warst auch angetan, wie das Ganze geordnet ist, wie es aufgebaut ist. Ja, das ist super aufgeräumt. Also da ist immer lustig, wenn wir das als Laie sagen, es ist aufgeräumt und da kommt ein Ingenieur und denkt sich so, ach Mann, das ist jetzt nicht so wichtig. So eine gefühlte Ordnung. Und man hat sich auch einiges überlegt, wie man was anordnet. Das kommt noch dazu.
Also ein Beispiel ist sicher die Pumpe. Die Rotationspumpe ist bei den meisten Maschinen, wenn ihr euch den Kopf vorstellt, ihr habt diese Rotationspumpe und da habt ihr den Pumpenkopf und dann sind der Zulauf und der Ablauf sind eigentlich nach oben geneigt. Und das die Verstellschraube, um den Druck zu verstellen, ist an der Seite. So, und was man einfach gemacht hat, ist, man hat diese Pumpe um 90 Grad gedreht, beziehungsweise so rum, dass wir von unten an diese Schraube kommen und können das direkt von hinten unter der Maschine. Ihr könntet da den Pumpendruck auch einstellen, so dass es für euch stimmt. Kann man jetzt darüber diskutieren, aber... Kann man ja, also ich meine, macht sicherlich nicht Sinn, den hochzustellen, aber wenn ihr jetzt statt mit 9 Bar mit 8 Bar arbeiten wollen würdet, dafür gibt es ein paar Argumente, dann könntet ihr das dann machen. Ich glaube, wir haben sehr viel zu dieser Maschine, zu der ECM Synchronica Dual Boiler Espresso Maschine mit Rotationspumpe und so weiter gesagt. Wir haben Espresso getrunken, wir haben das Ganze ja ein bisschen auch begleitet. Wie ist das temperaturmäßig? Wir haben euch da einige Tipps gegeben. Nun bleibt für mich die Frage, ein bisschen noch ein Fazit oder eine Einordnung, Michel, und aber schon auch, ja, was ist das jetzt für eine Maschine? Wir haben eben scherzhaft gesagt, die ist so schwer und so mächtig, die kann man unter anderem benutzen, damit der Tisch drunter nicht geklaut wird, weil es einfach so ein ja, großes Geschoss ist und ja, gleichzeitig eben auch eine große Trägheit hat. Man braucht wirklich Zeit. Für wem rätst du jetzt? Mit so einer Maschine, wer wird da glücklich und wo würdest du sagen, eher nicht? Ja, wir können einen Nachhaltigkeitsgedanken in den Raum stellen. Man kann das einfach von verschiedenen Perspektiven sehen. Man kann es vom Stromverbrauch sehen. Dann sehe ich sie eher nicht als nach, oder dann ist sie nicht nachhaltig, definitiv nicht. Wobei natürlich, wenn die Maschine jetzt 20, 30 Jahre hält. Genau, das wäre jetzt die zweite Perspektive gewesen. Die kaufe ich höchstwahrscheinlich einmal und dann habe ich das Gefühl, dass viele, viele Bauteile sehr langlebig sind. Eine Rotationspumpe. Ich habe in meiner Zeit, glaube ich, jetzt im Kaffee von zwei Pumpen, sage ich jetzt mal, in unserem Umfeld und in meinem persönlichen Umfeld mitgekriegt, Rotationspumpen, die heute nicht mehr funktionieren. Alles andere läuft, die laufen einfach. Ich weiß gar nicht, wir müssten mal Felix fragen, ob er schon mal eine Gastromaschine, die Pumpe, tauschen musste. Ich würde jetzt, habe ich nicht, also das hält ewig. Dann haben wir zwei Edelstahlboiler drin, die... Mein Gott, was soll denn da passieren? Natürlich haben wir noch ein bisschen Kupferleitung, aber das werdet ihr wahrscheinlich in 25 Jahren noch haben, wenn es dann nicht verboten ist, weil es zu viel Strom braucht. Genau, und gleichzeitig, ihr habt lokale Händler, die diese Maschinen ohne weiteres ja, reparieren können. Da ist jetzt nicht viel Elektronik drin, die es dann sehr kompliziert macht, das zu flicken. Und da gibt es eine Verfügbarkeit, soweit wir das schauen, schon die letzten Jahre und die wird es auch in Zukunft noch geben. Also für diese Maschine kann man das eigentlich sicherstellen. Und deswegen würde ich sagen, ja, Stromverbrauch problematisch. Ja. Solange bis wir einen Stromüberschuss haben, weil wir alle Solar auf dem Dach haben und genügend Windkraftwerke so. Problematisch. Und dafür aber wirklich eine große Solidität. Ja. Ihr braucht Zeit. Ihr braucht Zeit. Für spontane Espresso-Trinkerinnen und Espresso-Trinker ist das wiederum jetzt nicht die Maschine. Ja, und vor allem, also ich glaube, hier muss man einfach auch das ganz klare Bewusstsein haben, wenn man die Maschine nicht braucht, dann ausschalten. Ja. Bitte ausschalten. Das Gerät macht keinen Sinn, den ganzen Tag eingeschaltet zu lassen. Oder wenn ihr wisst zum Beispiel, dass ihr nur Espresso trinkt, dann macht bitte den Dampfboiler aus. Das geht super einfach. Hier unten hat es zwei Schalter. Einer für Festwasseranschluss und der andere, um den Boiler auszuschalten. Bitte macht ihn aus. Das macht ja, echt und keinen Sinn. Also die hält ja trotzdem noch relativ lange Temperatur. Das kann man ja auch sagen. Und tatsächlich, wir haben da ein Video zu gemacht und einmal geschaut, wie verhält sich das, wie lange lohnt es sich, den dann eben doch anzuhalten oder eben wieder auszumachen. Und es macht in fast allen Fällen Sinn, die Maschine auszumachen. Ja. Und sie dann wieder anzumachen. Aber eben, sie hat eine große Trägheit, bis sie dann wieder auf Temperatur ist. Das muss man einfach bei dieser Maschine einkalkulieren. Das heißt, wenn euch wichtig ist, ich will in kurzer Zeit einen Espresso trinken, dann werdet ihr hier immer ein bisschen frustriert
auch stehen und so. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass ihr das auch für euch abschätzt, wie wollt ihr das oder was wollt ihr da. Und dann habt ihr aber gesehen, eine große Beständigkeit in der Temperatur, wenn wir die Temperatur erreicht haben. Das ist wirklich vorbildlich, das macht sie wirklich gut. Ja, und darum ist es schwierig einzuordnen, wem ich jetzt die Maschine wirklich einfach so aus dem Stegreif empfehlen würde. Aber es ist wirklich einfach so ein Kauf und dann bin ich versorgt. Und ich glaube, wer das mag, wer das, dieses Wertige, dieses Langlebige mag, wer auch einfach, ich meine, guten Espresso mag, das muss man ganz klar sagen, das kommt aus der Maschine raus. Da ist kein Wenn und kein Aber. Für den ist das die richtige Maschine. Vielleicht auch etwas aus der Zeit gefallen. Vielleicht muss man das, die Perspektive sehen. Ja, oder die Zeit überdauert. Also, das ist auch schön. Das ist jetzt die positive Formulierung. Aber sicherlich jetzt nicht ein Bündel an Innovationen. Dafür haben wir andere Maschinen schon. Da haben wir andere Maschinen angeschaut. Da werden wir noch andere Maschinen anschauen. Und ich freue mich auf das, was kommt. Und ich finde doch auch immer wieder spannend, so den Vergleich. So eine Maschine, wir haben jetzt gar nicht über verschiedenste Einstellungsmöglichkeiten und so weiter gesprochen, weil es die nicht gibt, sondern wir haben ja, ja, so. Und dann, und wir mussten nur einen Espresso trinken. Und dann kommen wieder andere Espresso-Maschinen, da können wir dann probieren und experimentieren. Und auch das ist natürlich eine Frage. Wollt ihr ein Spielfeld öffnen oder vielleicht damit auch dann provozieren, dass ihr euch überfordert? Oder wollt ihr einfach, hey, ich habe die 40 Minuten. Ihr Lieben, damit beenden wir dieses Video und euch wünschen wir eine gute Woche. Sagen Tschüss und bis bald. Trinkt einmal mehr guten Kaffee. Ciao. Aber ich möchte mal bei dir, nicht schlecht. Der ist ja aussieht, aber der Maschine hat sogar, die haben sogar so Scheiße am Edel, am Grip ist, dass du sogar Fingerabdrücke auf den Siebträger machst. Auf den Kolben. Ihr sucht doch. Auf dem Kolben. Ja, ihr müsst mal so ein Hemd anziehen, das sieht richtig geil aus vor der Wand, nicht mal so furz. Guck mal, wenn da ja, ein Farbenbild ist. Ja, schon das Hemd ist, aber der Inhalt nicht. Der Inhalt nicht. Aber ich fülle das Hemd wenigstens aus. Ups.